Herzlich willkommen, liebe Data und AI-Friends, zu einer neuen Ausgabe des AI-Cafés. In unserer aktuellen Situation sind wir immer mehr digital unterwegs und haben auch dort ganz neue Kanäle, zu denen zum Beispiel auch Voicebots und Chatbots gehört. Und wie wir das Sprachverständnis und die Interaktion mit diesen Voice- und Chatbots als neue Technologie verbessern können, wird uns heute Dr. Laura Dresen erklären. Laura ist bei der VUI Agency als Linguistin. Und herzlich willkommen, Laura, im AI-Café. Stell dich doch einmal kurz vor und ja, erläutere uns, was du uns heute für ein spannendes Thema mitgebracht hast. Vielen Dank, Dennis. Ich freue mich sehr über unser Gespräch heute. Ja, ich habe englische, deutsche und italienische Linguistik studiert an der Universität Bonn und dann in englischer Linguistik promoviert und mich dort mit abstrakter Sprachbeschreibung und mit Patterns in Language, das heißt mit Muster in der Sprache beschäftigt, was eine sehr schöne Vorbereitung dafür war, dass ich 2015 in den Voice-Bereich eingestiegen bin und dort dazu beigetragen habe, eine regelbasierte NLU fürs Italienische zu bauen. Im Endeffekt habe ich also Sprachdaten von Muttersprachlern sortiert und der Maschine aufbereitet in regulärer Sprache, damit sie später über 400 verschiedene Sprachthemen unterscheiden kann, wenn der Nutzer mit ihr interagiert. Habe dann verschiedene freiberufliche Projekte gemacht, hauptsächlich im Automobilbereich und bin vor einem Jahr bei der VOI Agency gelandet. Wir sind zurzeit die größte Voice-Agentur mit 30 ExpertInnen mit Hintergrund in Sprache und UX-Design und AI-Design und sind spezialisiert auf das Bauen, die Beratung, die Strategie und das Umsetzen von Virtual Assistants im Voice- und Conversational-Bereich. Ja, super spannend. Sprachen fand ich selber auch schon immer hochinteressant, aber in den kompletten Bereich der Linguistik so habe ich mich selber noch nicht getraut. Deswegen finde ich das super klasse, dass wir uns heute mal anschauen, wie da gerade im AI-Bereich mit Chat und Voicebots dementsprechend Linguisten helfen können, eben das Sprachverständnis zu verbessern. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn die wesentliche Frage, die wir uns ja heute auch mal anschauen wollen, ist ja, welchen speziellen Beitrag Linguisten denn zum Beispiel bei der Entwicklung von Chatbots und Voicebots leisten, vor allem auch so im Unterschied zu den klassischen Developers, Entwicklern. Wie sieht das eigentlich so aus? Also welchen speziellen Beitrag leisten Linguisten an der Stelle? Ich würde gerne LinguistInnen an sich da nochmal ein bisschen unterscheiden. Also das haben wir auch in unserem Team. Man kann uns grundsätzlich unterteilen in Mikro- und Makrolinguisten. Die Mikrolinguistinnen sind genau die, die sich gerne mit kleinteiliger abstrakter Sprachbeschreibung beschäftigen. Also diejenigen, die gerne Morphologie und Syntax, also Grammatik, alles, was der Laie manchmal nicht so gerne mag, angucken. Da sind wir direkt in dem ganzen technischen Prozess eigentlich dabei, der Maschine entsprechend die Trainingsdaten vorzusortieren und ihr beizubringen, wie menschliche Sprache eigentlich strukturiert ist. Da sind wir bei der NLU-Komponente. Die Makrolinguistinnen wiederum beschäftigen sich mit Gesprächsführung und mit Textaufbau. Das heißt, die kennen sich sehr gut aus mit Konversationsanalyse. Da geht es um solche Themen wie Sprecherwechsel, Höflichkeitstheorie, wie werden Gespräche überhaupt geführt. Das deutet dann auch schon darauf hin, was diese KollegInnen eher machen, nämlich sich darauf konzentrieren, im Voice UX Design die Dialoge mitzugestalten und zu schauen, dass die Konversation ordentlich abläuft, beziehungsweise die Maschine zum ordentlichen Konversationspartner wird. Das sind so die Großbereiche, in denen wir tätig sind und damit eigentlich, was der Laie öfter denkt, ist, dass wir eigentlich als Computerlinguistinnen unterwegs sind und programmieren müssen. Das tun wir nicht. Also NLP-Prozesse verstehen wir, auch Code verstehen wir, wir lesen ihn und arbeiten im Endeffekt dem Developer zu. Und was sind so die typischen Herausforderungen, mit denen Linguisten konfrontiert sind, wenn es um die AI-Entwicklung geht oder um die Unterstützung von KI-Entwicklungen geht? Wenn wir bei dem NLU-Training, also eigentlich bei dem ersten Schritt, immer mal bleiben, weil eine Konversation eigentlich nur entstehen kann, wenn mein Gegenüber mich versteht, so geht es auch der Maschine, dann sind wir häufig damit konfrontiert, dass wir in bestehende Projekte kommen und sehr viele Intents auf einmal
in der Maschine hinterlegt sind, die voneinander unterschieden werden sollen. Sprache ist auch mehrdeutig, das heißt, es ist für eine Maschine gar nicht so einfach, Themen zu unterscheiden, je nachdem, wie spezifisch sich Nutzer ausdrücken. Das heißt, wir sind im Endeffekt dafür zuständig, eine Balance unter diesen Intents in den einzelnen Trainings der Intents herzustellen und der Maschine bei der Disambiguierung, also der Unterscheidung von Sprachintentionen, zu helfen. Das bedeutet, wir müssen ihr sowohl auf syntaktischer als auch auf morphologischer Ebene beibringen, welches die Hauptaussagen eines Intents sind, wie sich Nutzer natürlich ausdrücken, um eine Absicht zu äußern. Und das passiert eben nicht, wie man sich das oft vorstellt, indem man hunderte von Utterances in ein System schmeißt und die KI macht dann den Rest. Sondern mein Kollege sagt immer so schön, wenn man ein smartes Assistenzsystem bauen möchte, braucht man erstmal smarte Human Beings vorher, die das Ganze vorsortieren und der Maschine beibringen, wie damit umgegangen werden muss. Das ist unsere erste Herausforderung meist. Zusätzlich wissen wir, wenn wir über KI sprechen oder über diese NLU-Komponente, wir wissen nie über die Algorithmen Bescheid, über die NLP-Prozesse, die dahinter passieren. Das können wir eigentlich nur herausfinden, indem wir Stück für Stück Trainingsdaten oder Sprachdaten hineingeben und schauen, wie die Maschine damit umgeht, also was sie denn versteht und wo sie Verständnisprobleme hat. Das heißt, wir helfen ihr Stück für Stück, das Ganze auseinanderzuhalten. Laura, du sagtest eben schon, dass ihr auch viel dann dementsprechend bei der Technologie mit Intents arbeitet, also was ist so die sprachliche Absicht eigentlich eines Menschen, Disambiguation und so weiter. Das heißt, ihr seid ja sehr eng auch verzahnt mit der Technologie und trotzdem unterscheidet ihr euch ja klar vom Developer sozusagen, ne, auch in einem KI-Projekt. Und wie tragen jetzt Linguisten dazu bei, eben bessere Sprachassistenten zu entwickeln? Also wir sind als allererstes mal dafür zuständig, genau diese Konversationssituation herzustellen mit den Nutzern, mit den potenziellen Nutzern, um genau in denen zu triggern, sich natürlich dazu zu äußern. Das heißt, wir wollen der Maschine eigentlich so viele wie möglich Alternativen beibringen, wie eine Intention geäußert werden kann. Das heißt, als allererstes erstellen wir Szenarios, um genau diese Daten zu sammeln. Die Sortierung kommt dann als nächstes. Und wir müssen der Maschine die häufigsten, die hochfrequenten, die typischen Muster, was sowohl die Wortwahl als auch die Syntax, also den Satzbau angeht, beibringen. Das heißt, wir treffen die Auswahl für die Maschine, die Vorauswahl, damit dann danach im Nachhinein die Algorithmen zuschlagen können. Was Maschinen auch nicht können, was wir in menschlicher Kommunikation können, ist den Kontext des Gesprächs mitnehmen, beziehungsweise Konnotationen, also ergänzende Bedeutung, die wir untereinander vielleicht haben, weil ich was über meinen Gesprächspartner weiß, weil wir gerade aus einer bestimmten Richtung im Gespräch kommen, das kann ich einer Maschine so auch nicht beibringen. Ich muss ihr erstmal die Hauptstrukturen beibringen. Und das ist das, was wir eben aus der menschlichen Kommunikation extrahieren. Und dann müssen wir die besten und hochfrequenten Muster finden, die wir ihr beibringen, damit sie unterscheiden kann, worum es geht. Spannend. Und es ist ja auch wie beschreibe ich das am besten, auch ein großes Arbeitsumfeld sozusagen dementsprechend, was man so früher ja in der Linguistik gar nicht unbedingt so kannte. Ne? Was muss man denn eigentlich mitbringen, wenn man jetzt vielleicht auch als Berufseinsteiger oder Quereinsteiger, ich weiß gar nicht, was da der beste Weg ist, wenn es einen besten Weg gibt, gerne als Linguist arbeiten möchte in diesem Umfeld der KI? Also ich glaube, natürlich sollte man eine gewisse Affinität zu Technik oder zur Sprachtechnologie mitbringen, zumindest ein Interesse daran. Man sollte vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Abstecher ins UX-Design gemacht haben, weil zusammen funktionieren wir eigentlich am allerbesten, wo sich der UX-Designer eben um eine gute Usability und User-Experience kümmert, liefern wir eigentlich das spezifische Input als Linguistinnen, wie menschliche Gespräche laufen und wie wir deshalb auf Maschinen übertragen können. Es ist eben auch so, dass wir bestimmte nonverbale Aspekte in Konversationen, die eigentlich ein Gespräch für uns ausmachen, also einfach auch mal Schweigen beziehungsweise Gestik und Mimik, darauf muss die Maschine größtenteils verzichten. Das heißt, auch dafür müssen wir Wege finden, zusammen mit dem UX-Design nennt man das eigentlich multimodales Design, indem man eben Gebrauch von allen Input- und Output-Medien macht und eine Gesamtexperience schafft.
Das heißt, man sollte auf jeden Fall eine Überlappung zu dem Bereich schon haben. Und ansonsten sollte man eigentlich tatsächlich ganz einfach Anwendungen von dem machen, was man in der Linguistik gelernt hat, nämlich menschliche Sprache bewusst wahrzunehmen, sie aber auch abstrakt kategorisieren und beschreiben zu können. Super. Und was sind noch deine drei Tipps, die du jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern vom AI-Café mitgeben kannst, die sich für dieses Thema interessieren oder damit starten möchten, sich damit näher zu befassen? Ich würde jedem den Tipp geben, dass man eigentlich erst immer mal von natürlicher menschlicher Kommunikation ausgehen sollte. Also was macht ein Gespräch für uns attraktiv? Wie läuft es ab? Welche Informationen gebe ich, wenn ich eine Aussage treffe? Welche gebe ich aber auch nicht? Das heißt, wir müssen der Maschine auch nicht immer unterstellen, dass sie alles mit zu wenigen Informationen versteht. Das heißt, wenn ich ein Wort Sätze spreche, dann fragst du auch nach, was genau ich meine. Das darf auch ein virtueller Assistent. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Anfangssituation, mal davon auszugehen, dass die Maschine im Endeffekt genau wie ein Sprachlerner funktioniert. Also vielleicht geben wir ihr auch der Maschine auch die Chance, Stück für Stück smarter zu werden und gehen nicht davon aus, dass sie sofort alles kann und die komplette Sprache und alle Kunst der Konversation beherrscht. Der zweite Tipp, den ich immer geben würde, ist klar, wenn wir von menschlicher Kommunikation und genau dem, was es attraktiv macht, ausgehen, dann sollten wir genau da auch unsere Daten herholen. Das heißt, wenn die Chance besteht, immer natürliche Sprachdaten verwenden, ob die jetzt geschrieben oder gesprochen sind. Und dann als nächsten Tipp, wenn man schon im Projekt ist, sollte man ganz dringend Trainingsdaten, also NLU-Trainingsdaten, wenn man also solche Intents trainiert und der Maschine Stück für Stück beibringt, mit den Daten umzugehen und Bedeutung in die Daten zu legen, sollte man die dringend von Testdaten unterscheiden, weil wir oft die Situation haben, dass wir große Massen an Daten, nehmen wir an, wir nehmen oft FAQ-Seiten oder FAQ-Inputs als einen Erstaufschlag für ein Chatbot zum Beispiel. Auch diese Daten müssen zunächst mal sortiert werden, um zu trainieren, können dann aber in voller Breite zum Beispiel dafür verwendet werden, um zu testen, wie die Maschine schon versteht und auseinanderhält. Super, perfekt, Laura. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich persönlich finde das ein super spannendes Feld, dementsprechend, um hier die KI und die Technik besser zu machen und somit dementsprechend Chatbots und Voicebots zu erstellen, die wirklich gut sind, mit denen es auch Spaß macht, sich zu unterhalten und mit denen zu chatten. Und liebe Data- und AI-Friends, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn ihr euch noch tiefer damit beschäftigen möchtet, wie ihr eure Chatbots und Voicebots besser gestalten, optimieren könnt und dementsprechend das perfekte, die perfekte User-Experience zu gestalten, dann geht gerne auf Laura zu. Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge im AI-Café. Bis nächste Woche. Tschüss.